Ja, hi Mia, schön, dass du da bist. Und ja, ich freue mich ja immer riesig, wenn sich die Spielerinnen für uns Zeit nehmen und fürs Interview bereitstehen. Und von daher schon mal vielen, vielen Dank im Voraus. Ja, sehr gerne. Und ich muss zugestehen, auf das Interview mit dir habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern in oder aus meiner Zeit im Praktikum letztes Jahr. Da hat mich auf einmal Cheftrainer Steffen Birkner angerufen und meinte ganz kurzfristig, ich müsste eine Tasche für Mia Zirkel zusammenstellen. Und ja, das war sehr spontan und ja, war sehr überraschend. Und das wollte ich dich damals schon immer fragen. Wie hast du dich gefühlt, als auf einmal der Anruf vom Bundesliga-Trainer kam und der dich für das Trainingslager damals kurzfristig und spontan nachberufen hat? Ja, also da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht, muss ich sagen. Es war auch für mich echt kurzfristig und spontan. Also ich war dementsprechend echt aufgeregt, weil es auch das erste Mal für mich war, mit der ersten Mannschaft zu trainieren. Aber ich habe mich natürlich auch gefreut und im Endeffekt hat die Freude dann überwogen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es auch noch ganz genau. Du kamst ganz schüchtern und zurückhaltend in die Geschäftsstelle rein, schnell Tasche genommen und rausgegangen. Von daher, ja, aber jetzt ist es ein Jahr später. Du hast auch innerhalb des Jahres deine ersten Bundesliga-Erfahrungen sammeln können. Und ja, da würde mich mal persönlich interessieren oder auch sicherlich unsere Zuschauer, wie hast du diesen Entwicklungsschritt innerhalb des Jahres wahrgenommen für dich persönlich, sportlich und ja, was hat sich auch verändert für dich? Ja, also das letzte Jahr oder die letzte Saison war ziemlich verrückt für mich. Es war mein letztes Jahr in der Jugend, mein letztes Schuljahr. Wir haben in der dritten Liga eine echt gute Saison gespielt. Dann durfte ich auch noch bei der ersten Mannschaft mittrainieren, des Öfteren. Jetzt zuletzt wurde ich dann auch noch für die U20 Nation nominiert. Also da habe ich an vielen verschiedenen Stellen ziemlich viel Input bekommen. Also ja. Ja, sehr intensive Zeit. Du sprichst es gerade schon an, du warst oder du bist auch später zur Vorbereitung ins Team dazugestoßen. Grund dafür war halt auch die U20-WM in Slowenien. Was bedeutet das für dich, für dein Land aufzulaufen und ja, welche Erfahrungen konntest du auch vielleicht sammeln und mitnehmen für deine erste Bundesliga-Saison jetzt, die ansteht? Also das ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl, da vor dem Spiel zusammen die Nationalhymne zu singen und dann auch noch bei so einem großen Turnier wie einer WM da für Deutschland zu spielen. Das war ein echt schönes Gefühl. Und ich glaube auch, dass die Spiele gegen Mannschaften wie Schweden oder Dänemark, die wirklich schnell und auch robust sind, dass das ganz gut wappnet für die Bundesliga-Saison, da die Spielweise sehr verschieden ist im Vergleich zu den Mannschaften, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Welche Unterschiede gibt es da ungefähr? Die Schnelligkeit ist einfach eine andere. Also Schweden hat zum Beispiel oder Dänemark auch einen ziemlich schnellen Ball gespielt und waren insgesamt echt robust. Also das Niveau war ein anderes. Natürlich auf nationaler Ebene ist es immer noch mal was anderes und ein bisschen ja, intensiver und schneller. Aber so prinzipiell auch vom Jugendbereich zum Frauenbereich, was sind so die ersten Unterschiede, die du in den ersten 4 Wochen kennenlernen durftest? Ja, ähnlich würde ich sagen. Also die Spielweise ist auch schneller. Die Härte ist eine andere und dadurch ist das Niveau natürlich ein höheres. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Mit deinen 18 Jahren gehörst du ja auch so zu deinen Küken innerhalb der Mannschaft. Aber was denkst du trotzdem, wie kannst du deine Stärken innerhalb der Mannschaft einbringen? Und ja, was sind deine persönlichen Ziele für die kommende Bundesliga-Saison? Also ich würde natürlich gern die Liga kennenlernen, mir Spielanteile erarbeiten. Ich würde ganz gern mein Tempospiel ein bisschen verbessern. Da kann ich mir auch das ein oder andere von Lexi abschauen. Davon gehe ich sicherlich aus, dass sie da auch immer ein offenes Ohr für dich hat. Zum Abschluss habe ich natürlich auch für dich, wie wir es immer machen, ein Entweder-Oder-Spiel vorbereitet. Und ich glaube, du kennst das Prozedere, musst dich für eine Sache entscheiden. Und ja, als erste Frage, was hättest du lieber, das Debüt in der A-Nationalmannschaft oder den DRB-Pokalsieg irgendwann? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube aber, das Debüt für die A-Nation ist was ganz Besonderes. Ja, sicherlich was ganz Besonderes. Auch wenn wir natürlich als Verein mit dir auch gerne mal den DRB-Pokal in die Höhe strecken würden. Tempo-Gegenstoßtor oder 7-Meter-Tor? Ein Tempo-Gegenstoßtor, würde ich sagen. Das macht mir persönlich ein bisschen mehr Spaß, aus dem Tempo zu kommen. Okay. Wo trainierst du lieber? Im Kraftraum oder auf der Laufbahn? Kraftraum, würde ich sagen. Ich
Laufen macht mir nicht so viel Spaß. Kann ich nachvollziehen. In deiner Freizeit, was schaust du am liebsten, eine Serie oder einen Film? Eine Serie, würde ich sagen. Was ist da deine Lieblingsserie? Haus des Geldes finde ich ganz gut. Ja, die ist auch nicht schlecht, die gefällt mir auch. Online-Shopping oder gehst du gerne mal in die Stadt ein bisschen bummeln, im Laden shoppen? Online-Shopping, glaube ich. Das ist flexibler. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, in meinen Laden zu gehen. Ja gut, ist ja auch gerade Vorbereitung, stressige Zeit. Wo machst du lieber Urlaub? Am Strand oder in den Bergen? Strand auf jeden Fall. Ja. Was ist da so dein Lieblingsziel? Wo fliegst du gerne hin oder wo hast du gerne mal Urlaub gemacht? Jetzt zuletzt war ich gerade in Nizza an der Küste in Frankreich. Und hat dir gefallen? Ja, wahrscheinlich. Das glaube ich. Als letzte Frage, Snapchat oder TikTok? Wo bist du mehr aktiv, auf welcher Plattform? Snapchat auf jeden Fall. Ich habe nämlich gar keinen TikTok. Oh, okay. Alles klar, dann bedanke ich mich erstmal für das Interview und wünsche später gutes Gelingen für das Spiel gegen Bad Wildungen. Ja, danke schön.